Ja, das Schöne am Gärtnerdasein ist diese Vielfältigkeit im Beruf. Wir haben ja Baumschulgärtner, Staudengärtner und Landschaftsgärtner, wofür ich mich ja dann entschieden habe. Und jeder hat so seinen Fachbereich, aber trotzdem ist halt alles übergreifend und hängt trotzdem miteinander zusammen. Ich war Koch gelernt, habe auch als Koch gearbeitet, wollte dann eine Veränderung haben und bin dann zum Galabau gekommen. Es ist diese vielfältige Arbeit, also arbeiten mit allen möglichen Materialien, bautechnisch, pflanzentechnisch, also wir machen da ja alles Mögliche. Die Chance, etwas wirklich zu bauen, was für die nächsten Jahre steht, wo sich Leute erfreuen an dem Anblick, es benutzen können, also das ist schon etwas, was mich sehr lockt. Ich mag halt Pflanzen sehr gerne. Ich finde Pflanzen einfach elementar und wichtigen Bestandteil, was wir machen. Weil wir können noch so viel bauen in einem Garten. Wirklich grün wird es ja dann erst, wenn Pflanzen dran sind. Es gibt halt einfach Beschäftigungen, die macht man lieber. Es gibt halt welche, die macht man nicht so gerne. Aber ich finde, die Mischung macht's. Einfach genau diese Mischung zu finden, wo man sagt, ey, damit komme ich klar, das macht Spaß alles und das, was ich halt nicht so gerne mache, fließt aber trotzdem mit rein. So, dass man halt einfach abends heimkommt und sagt, okay, der Tag war cool, der Tag war echt geil, es hat Spaß gemacht mit den Kollegen, mit der Arbeit, die man tut. Und wenn man das erreicht, dann finde ich, hat man auch seinen Job gefunden. Eigentlich will man erstmal alles durchwühlen und gucken, was da so alles drin ist. Also ich fand das also bei den Stauden total geil, wie plötzlich da alles Mögliche kommt und es blüht. Es gibt auch verschiedene Stauden, die einfach wunderschön sind und einfach faszinierend sind, weil sie einfach Blütenformen erschaffen haben, die eigentlich quasi im ersten Moment für uns gar nicht denkbar sind, aber sie existieren und es ist immer wieder interessant, sie zu finden und sie zu sehen und dann anderen davon zu erzählen und dann, was gibt's nicht, aber doch, die gibt's. Ich kletter und boulder auch gerne sehr viel, also ich würde auch gerne mal meinen Baumkletterschein machen, da will ich auf alle Fälle hin, will auch noch intensiver mit Pflanzen arbeiten und ich möchte halt auch einfach vielleicht bestimmte Punkte sehen, mit Pflanzen zu arbeiten, was vielleicht jetzt noch nicht so gängig sind. Also man merkt es ja, momentan sind ja viele Umweltdebatten und da halt auch wirklich dann vielleicht reinzuarbeiten, dass man sagt, man könnte das ja auch in den Hausgarten umwandeln. Also das sind so Ideen, womit ich ein bisschen spiele und mal gucken, wie weit man da hinkommt. Also Kreativität ist eigentlich nie eine Grenze gesteckt, also man kann seine Kreativität immer ausleben. Und ich hoffe, also beziehungsweise ich möchte halt es einfach steigern, einfach vielleicht doch irgendwo meinen eigenen Stil reinzubringen. Also so momentan bin ich da natürlich noch alles am Lernen und es gibt noch so viel zu wissen. Aber mal gucken, vielleicht schaffe ich das ja wirklich irgendwann, dass ich da so meinen eigenen Stil reinkriege und vielleicht wird der ja noch populär. Mal gucken. It's good for you to think.